Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr unschwer erkennen könnt, sind meine Haare wieder kurz und ich bin darüber sehr froh. Also es gefällt mir sehr gut, so kurze Haare zu haben. Und ja, heute möchte ich mit euch ein Festival-Make-up schminken. Und zwar gibt es von P2 im Moment die Holy Beauty Festival Limited Edition. Und enthalten sind zum Beispiel solche Pigmente oder solche Blush-Sticks und dann auch noch so ein Lipgloss. Und ja, deshalb dachte ich, schminken wir heute gleich mal ein Festival-Make-up. Da kann man ja mal ein bisschen ausprobieren. Also wenn man mal Farbe trägt, dann passt das, denke ich, ganz gut zum Festival. Und ja, fangen wir mal an. Es ist wichtig, dass ihr, wenn ihr zu einem Festival geht, einen Sonnenschutz tragt. Also ich habe jetzt meinen schon aufgetragen. Ich habe wieder von Kiko den City Filter benutzt. Er hat Lichtschutzfaktor 50. Das ist halt wichtig, wenn ihr den ganzen Tag in der Sonne seid, dann tragt auf jeden Fall einen Lichtschutzfaktor auf und am besten setzt noch einen Hut auf. Und dann machen wir gleich mit Foundation weiter. Ich benutze wie fast immer die Catrice Nude Illusion Foundation und ich trage die wieder auf mit meinem Real Techniques Stippling Brush. Wenn ihr Probleme habt, dass euer Make-up hält, also gerade wenn ihr sehr viel schwitzt und so, dann tragt vorher noch einen Primer auf, am besten so einen lang anhaltenden, und benutzt auch eine Foundation, die lang anhaltend ist. Diese hier hält auf meiner Haut sehr gut, deshalb benutze ich die auch, aber falls ihr sehr ölige Haut habt, müsst ihr da bestimmt noch ein bisschen was Matteres verwenden. Ich mag zum Beispiel auch gerne die Estee Lauder Double Wear Light Foundation. Die wäre dafür auch sehr gut geeignet. So, die Foundation ist fertig, machen wir weiter mit Concealer und den halt auf die Stellen, wo ihr zusätzliche Deckkraft benötigt. Ich benutze jetzt den L'Oreal Perfect Match Concealer, True Match Concealer. Und trage den nur auf mein Kinn auf und für unter die Augen benutze ich dann noch einen anderen. Wie immer, falls ihr meine Looks kennt. Dann wird abgepudert und ich benutze von Essence den Pure Nude Powder, weil der der Haut noch so ein bisschen Leuchtkraft gibt und nicht so totenmatt aussieht. Aber da man bei einem Festival wahrscheinlich eh schwitzen wird, könnt ihr da auch ein etwas matteres Puder verwenden. Denn das wird dann wahrscheinlich, also ihr werdet wahrscheinlich eh schnell glänzen. Dann trage ich noch ein bisschen Bronzer auf, und zwar von P2, den Catch the Glow. Also der ist aus einer Limited Edition vom letzten Jahr. Das ist aber im Moment eben der einzige Bronzer, den ich da habe. Deshalb trage ich den auf, aber wenn ihr den nicht habt, nehmt einfach einen Bronzer, der gut zu eurem Hautton passt. Ich trage den auf die Wangen, auf die Stirn, also eigentlich fast überall auf, um die Haut ein bisschen aufzuwärmen, damit ich einfach ein bisschen sommerlicher aussehe. So, dann probiere ich gleich mal so einen Happy Karma Blush Stick aus der P2 Holy Beauty Festival Edition aus. Da ist sogar ziemlich viel drin. Das ist jetzt die Farbe 020 Orangey. Also ich möchte den Look allgemein eher in Koralltönen halten. Es gibt auch noch so einen knalligen Pinkton, der heißt 030 Pinky. Den finde ich auch ziemlich cool, aber der würde heute nicht so gut passen zum Look. Deshalb der Koralltone. Und ich habe den bisher nur geswatcht und noch nicht im Gesicht aufgetragen. Deshalb bin ich mal gespannt, wie der sich auftragen lässt. Sieht ganz gut aus. Und dann benutze ich den Real Techniques Stippling Brush, um das zu verblenden. Und er lässt sich wirklich gut verblenden. Ist jetzt wirklich nicht so knallig wie
das in dem Stick aussieht. Also der ist definitiv sheerer. Gefällt mir gut. Dann sind erstmal Augenbrauen dran. Ich benutze von Catrice den Longlasting Brow Definer. Einfach weil der schön langanhaltend ist und auch gut hält, wenn man schwitzt. Machen wir mal weiter mit den Augen und da benutze ich die Catrice Prime and Fine Eyeshadow Base, damit der Lidschatten länger hält und auch so ein bisschen, also die Pigmente, die wir benutzen, damit die ein bisschen besser haften bleiben. Und dann möchte ich das Holy Beauty Festival Color the World Loose Pigments nutzen. In der Farbe 020 Coral It Up. Sieht so aus. Also ein schön knalliger Korallrotton. Und den möchte ich in meine Lidfalte auftragen. Ich nehme nur das, was in dem Deckel drin ist, weil da meistens immer sehr viel Pigment ist. Und streife das auch nochmal mit dem Pinsel am Deckelrand ab, weil das ein relativ klebriges Pigment ist, sag ich mal so. Und dann trage ich das in meine Lidfalte auf. Oh, das ist auf jeden Fall gut pigmentiert, wie ihr seht. Für mich könnte der Ton etwas mehr ins Orange gehen, aber ich finde es trotzdem ganz cool, so wie es ist. Und dann verblende ich einfach mit einem sehr fluffigen Pinsel die Kanten. Weil ich jetzt nicht noch irgendwie eine knallig bunte Farbe ans Auge bringen will, das wäre einfach nicht so mein Style, sag ich mal so, benutze ich jetzt noch von MAC das Tan Pigment. Das ist so ein richtig schöner Rosé-Bronze-Ton, sag ich mal so, so ein bisschen Kupfer. Und mit so einem flachen Lidschattenpinsel gebe ich das auf mein Lid. Eher so in tupfenden Bewegungen. Gibt einen schönen Glanz, weil diese bunten Pigmente sind ja eher matt. Und da finde ich es ganz schön, noch ein bisschen Schimmer aufs Auge zu bringen. Ich finde es halt immer ein bisschen umständlich, Pigmente aufzutragen, dadurch, dass es so lose ist und so. Aber das von MAC, das hat echt null Falldown oder so. Und ist wirklich qualitativ mega gut. Dann möchte ich nur noch im Augeninnenwinkel highlighten und da benutze ich so einen Highlighter von Kiko. Den gibt es leider nicht mehr, also tut mir leid. Aber ich finde den ganz cool, weil das wirklich so ein schöner Goldton ist und benutzt halt einfach so einen Gold-Champagner-Ton. Der passt gut zu diesem Look. Und dann passt es schon mit Lidschatten. Ich werde jetzt noch einen Eyeliner ziehen. Mit dem L'Oreal Superliner Ultra Precision in der Farbe Schwarz. Es geht immer sehr schlecht vor der Kamera, deshalb hoffe ich, dass es jetzt einigermaßen gelingt.
fast nur noch Mascara. Ich würde euch empfehlen, eine wasserfeste zu verwenden, wegen Spitzen oder falls es dann auch regnet. Ich habe jetzt also den Superliner von L'Oreal, der hält bei mir sehr gut. Deshalb brauche ich keinen wasserfesten Eyeliner. Aber Mascara ist immer so eine Sache. So, das Augen-Make-up ist fertig. Ich bin mega zufrieden mit dem Pigment und wie das so zusammenspielt. Also finde ich richtig cool. Dann probiere ich jetzt mal noch diesen Holy Beauty Festival Lucky Mood Lip Gloss aus. Und zwar soll das so ein Lipgloss sein, der auch je nach Typ anders wirkt und aussieht, der sich so ein bisschen anpasst. Ja, also so wird es mit diesem pinken Lipgloss aussehen. Ich finde, das passt aber nicht so ganz zu meinem Korall Bronze-Thema, deshalb mache ich den mal kurz ab. So, zu diesem Look würde ich eher so einen Nude-Ton tragen, deshalb trage ich von MAC die Farbe Shy Girl auf. So, und das ist mein fertiger Festival-Look. Finde ich mega cool. Mit diesem Rot an den Augen, also ist einfach mal ein bisschen was anderes, was man vielleicht auch im Alltag nicht so trägt. Und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen, ihr habt die Produkte von P2 ein bisschen gesehen. Und ja, dann hoffe ich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss!